Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot. Heute mal wieder mit einer Reaction zu Coke Hippo 1.0 Preview Mage and Summoner Metal. Battle gegen Malugas und der Kanal Coke Hippo. Ihr seht's hier, den wir natürlich abonniert haben, haben das rausgeknallt als kleines Schmankerl und vorab so ein bisschen, was uns denn erwartet mit dem 1.0 Release, was wurde geändert, was gibt's Neues. Und da wollen wir heute einfach mal drauf reagieren. Meine Wenigkeit Klunkertache, der gute Harladin ist noch dabei und aus der Community der Michel. Grüßt euch. Hallo. Ja, wir haben uns so gesagt, wir gucken es ein bisschen an, lassen die Kollegen labern und immer wenn uns ein bisschen was auffällt, reden wir rein, sagen die Kollegen Stopp und dann gucken wir mal, dass wir alles ein bisschen zusammenkriegen. Hier an diese Stelle natürlich liebe Grüße an Julian, Exit Mothership. Du wirst das ja bestimmt wieder angucken. Liebste Grüße an dich. Wir hoffen, Familie, Kind und Kegel geht's gut. Ja, alles klar. Gucken wir mal rein und gucken mal, was die uns Neues zeigen wollen. Hello everyone and welcome. My name is Alexander and I work at Pugstorm and I'm the future gameplay lead of Corekeeper. And together with me I have David. Hello. And I'm the Gameplay Director at Pugstorm and the current Gameplay Lead at Corekeeper. Schön, dass Sie sich vorgestellt haben, ne? Grüßt euch. Wahrscheinlich, Julian ist nicht dabei, Anzeige ist raus. Ja, stimmt, so geht es nicht. Voll gut, Jürgen, Corekeeper ab jetzt. Es tut uns leid, aber... Aber hier auf dem ersten Bildschirm ist ja eigentlich schon viel Neues, oder? Mal ganz ehrlich. Ja. Also... Die MP-Leiste. Haben sich die, also geht's nur mir so? Ich meine, ihr habt's noch ein bisschen deutlich, habt's deutlich mehr gespielt noch. Aber war die Lebensanzeige schon immer so grün umrandet? Nein. Das ist auch neu, nein. Ne? Die Anzeigen sind neu gemacht, ja. Genau, die sind. Jetzt auch mal eine Anzeige. Genau, anstatt zwei. Genau, anstatt zwei Anzeigen gibt's jetzt die drei Anzeigen, ne? Also Ausdauer, Energie und Mana. Wenn du wahrscheinlich einen Magier hast, denke ich mal, weil da hat er einen Magier, sieht es da unten Staub und gibt er jetzt Amana-Tränke, das zweite hier. Im Menü unten, da, Liste hier. Das sind Mana-Tränke. Aber ich denke mal, das liegt daran, wenn da diesen, das, ich glaube, das sieht man dann auch noch bei Michel im Video, dass da die Rüstung anhat von dem Magier und den Staub halt, und das können wir vorstellen, dass das dann damit zusammenhängt. Was ich auf jeden Fall. Ob jeder Mana hat. Also. Das bin ich auch mal gespannt. Was man aber hier sieht, finde ich auch die zwei Optiken, oder? Also, ich finde, der, sagen wir mal, David oben sieht wirklich aus, so ein typischer Hexenhut, ne? Vorne vielleicht auch sogar so ein bisschen Totenkopf drauf, in der Hand ein Buch, so eine Art Zauberbuch, vielleicht ein Magier irgendwie sowas. Und unten der Typ. Das müsste der Beschwörer sein, glaube ich. Ja. Genau, das müsste dann der Beschwörer sein. Also, es steht mir ja auch oben Mage und Summoner, also wäre Magier und Beschwörer in dem Fall, ne? Also, es gibt zwei neue Klassen, das sei mir hier soweit gesagt. Und die werden halt hier gezeigt. Und ich finde aber auch, dass das Tierchen, was dort rumrennt, ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht so richtig, was es sein soll, ehrlich gesagt. Was das ist so eine Mischung aus, das sieht aus wie, keine Ahnung, Uhu, Fledermaus, Gespenst. Das ist wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Erinnert mich an irgendein Anime. Also ein Anime? Das kann auch wieder, vielleicht ist es... Kommt bei uns bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. Irgendwo gab es den, der zur Mitte mitfliegt, und, aber... Vielleicht war es Patamon aus Digimon oder so, ein etwas dicker. Ich weiß nicht, ob das... Sieht aber aus, hätte er einen Rüssel, aber hat er nicht. Aber es sieht so ein bisschen aus vorne, aber... Unten der Kollege... Ja. Unten der Kollege erinnert mich so ein bisschen mit dieser Feder und dieser grünen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Jägersmann. Die Rüstung. Robin Hood. Oder? Ja, ne, genau. Robin Hood hier, ja. So Helden in Strumpfhosen, so in die Richtung irgendwie. Weiß auch nicht. Also... Ich meine, Klasse. Sag ich schon mal. Ich weiß nicht. Und natürlich scheint auch so einen Mundschutz zu haben. Wie bitte nochmal, Michel? Scheint auch so einen Mundschutz zu haben. Kann auch so eine Art Dieb sein, ne? Ja, wieder Dieb, so ähnlich sieht es aus, wie diese Diebesklammer, ja. Das kann auch sein, ne? Was ich auf jeden Fall auch, was man nicht noch sieht, sind natürlich die neuen Teleportationsfelder. die sind natürlich auch mega praktisch, ne? Ersetzen die Tore halt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die Tore waren ja auch... Also ich meine, klar, wir hatten sie überall auf der Welt, aber nervig waren sie trotzdem, ne? Na gut, jetzt hast du Portale. Richtig. Aber sind halt schon da. Ja. Na gut. Na, weiß ich gar nicht, ob die schon da sind oder ob die sie auch selber setzen kannst. Da müssten wir sich angucken. Vielleicht wird es ja auch im Video geklärt. Wir gucken weiter. Oder wollt ihr noch was sagen? Spoiler-Alarm. Könnte sein, dass man die aktivieren muss. Erst. Möglich. Das denke ich ja. Das stimmt. Wenn du in dem Biom dann warst, in dem Bereich, dann wird er wahrscheinlich erst aktiviert und vorher muss man das finden. Das macht Sinn, ja.
Na gut, das wird wahrscheinlich so sein, ja. Das stimmt. Na gut, gucken wir mal weiter, was die zwei uns erzählen wollen. Today we're excited to walk through a playthrough of Malagas, the third early boss in the game. And we're going to add a little magic to our adventure today. We'll be showcasing mage and warlock builds. Ich werde euch trotzdem mal den Untertitel anmachen für die Leute, die halt das lieber mitlesen wollen. Ne? Die können es mitlesen. Wir übersetzen jetzt nicht alles. Wir hoffen einfach mal, euer Englisch ist gut genug. Wenn es was Wichtiges gibt, werden wir das euch natürlich sagen. Im Endeffekt wollen sie einfach ein Showcase machen mit den zwei neuen Klassen und den, sagen wir mal, aller oder den einen der ersten Bosse Malugas legen. In dem neuen Setting, wie er halt jetzt gemacht ist, weil er halt so eine Art Dungeon bekommt. I'll be taking the role of the mage, specializing in magic projectiles. And what will you be playing as, David? I'm gonna play as a summoner or as a warlock, as we call the background role for it when you start it. Summons minions. Awesome. And yeah, so for players who have played the game already and seen some of the game already, you're gonna notice some other new content as we go. But most noticeably where we are right now, there is a new dungeon for Malagas, the third boss that we're gonna have to make our way through before we reach and we can start fighting him. So, by the way, as you can see here as well, we have this new thing in the game that's a waypoint that we da erzählt das auch nochmal, ne, mit dem Wegpunkt. These are usually located nearby important locations like the bosses in the game. Okay, also sind wir bei den wichtigen Lokationen, ist dann so ein Ding. Ja, gut. Ja, gut. Awesome. All right, let's jump in. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. We hope you enjoy this look into Corekeeper's development. And remember, we're playing an early build of the game, so some elements might change before the final release. But we're eager to hear your feedback on what you see here today. Na, ihr kriegt unser Feedback, das könnt ihr wissen. Ja. Yeah. Und wenn ihr den Boss nicht ordentlich macht, kriegt ihr einer drauf. So, das stoppe ich gleich mal hier bei dem... Na, jetzt meine Güte. Was ich jetzt hier, also was mir hier zum Beispiel voll aufgefallen ist sofort dann, war halt diese... Immer ist natürlich das Summon, also dieser Beschwörer, der sozusagen diese Fledermäuse beschwört. Und der Kollege, der halt wie mit einem Zauberstab wirklich wie so Projektile abfeuert. Ne? Es wirkt ja fast so, also es wirkt ja nicht wie so ein Feuerball oder so, das wirkt eher so eher wie Arkanmagie. So würde ich sagen. Ja, das ist der Arkanstab halt. Smash. Oh, der verbraucht einen Piepsbeschuss. Ja, I think we'll try to make a way more. Vor allen Dingen auch unfassbar schnell, oder? Ja. Da stopp. Aber wenn Dauerspins hast du irgendwann keine MP mehr. Dann musst du warten, bis wieder regeneriert ist. Well, it's a big one. Aber es regeneriert relativ schnell, guck mal. Ja. Und jetzt ist er fast leer. Und ruckzuck bist du wieder da, ne? Chest up to the right there. Ja gut, man hat da noch die Tränke halt dazu. Awesome. I don't have much armor on this equipment, so I'm kind of squish, I just realized. They're very careful. Yeah, alright. Keep your distance as a summer. Okay, da hat er auch gerade gesagt, ne, dass er mit der Ausrüstung hat er halt einfach groß keine Verteidigung, ne? Also er muss auf Distanz bleiben mit seinen magischen Fähigkeiten und ansonsten keine Chance. Man sieht halt auch, er hat halt instant relativ viel verloren an Energie, ne? Ja, das ist ja aber beim Speedy damals auch so. Man sieht es dann auch noch im Menü, dass der nicht voll aufgepowert ist. Oben links war eben gerade noch, wenn du ein Stück zurück ist, hat man gesehen, dass er noch Feuerbrennschaden hatte. Ja, links das Video, ja, Brennschaden, genau. Destroy the chest, but the loot still remains, so you can pick that up. Here we go. Obwohl mir gerade in Sinn kommt, ne, kann vielleicht der Sinn dieses Tierchens, das da mitfliegt, sein, dass es Mana-Regeneration macht oder zum Beispiel auch diese Orte. Siehst du da noch? Ach, das sehe ich noch, okay. Weil ich bin noch gezeigt, ja. Da bin ich, weil. Das, okay. Nice. Alright, let's see what.
Da hat man gerade ein bisschen Neues gesehen. Da gucken wir mal, da stoppen wir gleich mal, wenn er ins Inventar geht. Jetzt zeigt das er. Und das ist da, die Rüstung ist noch grün, also da hat noch eine erste Stufe, von daher. Das sieht schon so ein bisschen. Aber die ist nicht auf Verteidigung ausgelegt, ist klar. Sieht schon so ein bisschen banditenartig aus, ne? Also so thiefartig oder halt, ne? In die Richtung. Neue Tasche gibt's. Neue Tasche? Ja, die Tasche sieht ein bisschen anders aus und über dem Pad dieses Teil. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ist also wie ein Kompass oder so, ne? Die Ringe sind auch neu, die mit dem blauen Schleifchen dran. Ja, die sind auch neu. Okay. Die gab's so, aber ohne Schleifchen. Ich glaube, solche weißen Ringe gab's, glaube ich, Michelle. Mhm. Aber ich glaube, ohne Schleifchen. New Item Rare Candy, die Bonbons. Gab's die nicht immer saisonal im Halloween oder sowas? Nee, nein, das ist doch für Tiere aufbauen. Ach, das war für die Bonbons, Tiere. Bonbons, die Kuchen und die... Ja. Ah, ja. Nee, das ist... Nice. Der zeigt das gleich, Tier. Oh, ja, got a rare candy... Erstmal voll Füllung. Oh, also die Rüstung. Ja, die war interessant. Rare Candy. Ups. Sewing Poncho. Ach, ein Poncho soll das sein. Also eher so, eher dann ja mexikanisch angehaucht, ne? Magieschaden. Oder? Movement Speed. Ja, kritische Schaden. Magiebarriere, kritischen Schaden, ja. Ja, Magic Damage. Ja, ja, ja. Okay, das einfach als Set-Bonus, ne? Leicht, es steht ja auch dort Komfort und leicht. Also bist halt schnell unterwegs, aber klar, hast halt dann wenig Rüstungswert, ne? Aber für mich zum Beispiel auch fast schon wieder interessant. Oder für einen Speedy, obwohl er immer auch das Problem hatte, dass er dann zu wenig ausgehalten hat. Ja, gut, die kann man ja auch noch leveln. So. Ja. Ein Per... Ach, eine Motte. Peromod. Eine Motte. Hm. Ja, stimmt. Sieht aus wie eine Motte. Ja. Sieht ja Dodge Change, Range, Attack Speed, also logisch. Passend und halt Physical Range Damage, ne? Genau. Aber es ist halt wirklich nur ein Buff-Tier, ne? Das ist halt kein... Ja, wieder genau. Vogel. Das haut deine Stats hoch, aber ist halt, genau... Steht ja auch dort, support you from a safe distance. Aber, ja, warum nicht, ne? Was wir nur überarbeitet haben als Kleinigkeit, ist es das Holz. Wir haben so noch mal ein bisschen Strukturen mit reingemacht. Ach, das normale grobe Holz, ne? Stimmt, ja, so ein bisschen. Noch ein kleines bisschen besser aus jetzt. Ich muss gerade an diesen Strudel, Lasagne, oder wie hieß das Eis damals? Ja, das ist wie Holzlasagne. Ist es Lasagne? Ich weiß nicht. Nee, das ist schon mal Tiramisu vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ja, aber in die Richtung. Ja. Oder McSunday bei McDonald's. Our new moth pad. Oder das. Yeah, nice. So, yeah, you're using new moth pads. We can show that a little bit. That's one of the new pads. Er zeigt Skills. Ah, okay, also es ist moth pad. Okay. Na, dann gucken wir mal. For the full release of the game. Right. And you didn't set up that one, right? Yeah, that's right. I set it up together with the artists, and we added this new talent. Winged Escape, Buffs Owner with Snare and Stun Duration. Mm-hmm. Das ist halt neu, dass die jetzt stunnen, die Gegner. Das gab's vorher nicht. Winged Escape, okay, that reduce Snare and Stun. Right, it's convenient in the mold and in the nature biome. And I believe that's also where you get this. Ach so, ne, das reduziert uns dann. In dem Fall ist Winged Stun, also es reduziert einfach, wenn du getroffen wirst. Nee. Ah ja, dann. Durations, ja, stimmt. Genau. Reduced it dort, ja. Typically you don't get it this early in the game, but we picked it up anyway, so we can show it. Flock together. Buffs owner, range, attack speed, okay. A bit in this. Physiken Schaden. Video. Well, yeah. Nochmal Range Attack. Similar to the bird, in the sense that it buffs you, mainly doesn't attack like the dog or the cat. Schwarz zeigt doch nicht. Nochmal Range Attack. But yeah, perhaps we can show die ändern sich auch pro Pet, die Sachen. New equipment that we have, that you're using as well as me and maybe some of the skills that we've added. Right, yeah. Okay, sehen wir hier erstmal gleich was neu. Okay, der Arcane Stuff. Also das ist der Stab. Okay, 61 bis 73 Magic Shaw. Ist jetzt erstmal grundlegend vom Stuff nicht viel, ne? Also 60 bis 70 Schaden ist jetzt mal grundlegend nicht viel.
Ja, die Angriffsgeschwindigkeit ist ziemlich gut, Crit-Chance. Das ist halt das Geile, ne? Die 3,3 Attacks per Second, das ist halt das Ding. Ne? Das sind halt dann im Grunde genommen trotzdem 3x60, ja, wenn du so willst. Ne? Normal Feuerstab hat es ja nur 1.0 gehabt. Ja. Also das ist schon noch nicht so verkehrt. Und du hast Level 8. So, as my primary weapon, I'm using the Arcane Staff, which does magic damage. Yeah, it's fast magic weapon. It shoots a lot of missiles. Right, yeah, as you can see, it's really, really good. It shoots really fast, so takes down. Da, neue Skills. Hat sich, ich wollte gerade sagen, hat sich hier was verändert? Guck an. Unten zwei. Ja, die unteren beiden, genau. Ja. Na, das ist dann wahrscheinlich, ne? Das ist dann, der linke ist dann Zauberer und rechts ist Beschwörung, genau. Sicherlich, ne? Ja. Aber die Icons haben sie überarbeitet, sieht auch mit dem Herz, sieht anders aus. Enemies really well and. Whoa, that's an enemy. Hard for me, sound half of this to level. For magic, I have. Yeah, wieder vom Vorteil ist, ne? Neue Welt, neue Charakter. Ja, aber ich meine, das wird mich nerven zu leveln, weil ich bin kein Magier-Freund. Ja, ich muss aber dann Magiewaffen nehmen. Aber ich will's leveln. Naja, musst nicht, aber. Doch, ich will alles, alles. Ich bin auf Hardcore, ne? Was ich cool finde, muss ich sagen, in diesem Skill Magic drüben, dieser Magier, der so ein bisschen Son Goku-artig oder Dragon Ball-artig durchdreht oder so, die Pixel-Art in dem sehen ziemlich cool aus. Und ist eigentlich, wollte ich euch mal fragen, diese Kiste im Inventar, gab es die vorher schon? Ist es die normale Eisentruhe, die aufgeschlossen? Das ist die normale Eisentruhe, die hat ein bisschen anderes Overlay, also sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich bekomme die nämlich auch, weil die normale Eisentruhe war ja nicht mit diesem roten, sagen wir mal, gezackten außenrum, ne? Nee, wir haben sie nur ein bisschen überarbeitet. Das sieht auch, okay. That increased my critical hit chance. Indeed, the magic is built. Könnte aber auch eine Boss-Truhe sein. Weiß ich nicht. Horle, weißt du das? Was? Na, die Truhe, die im Inventar ist, ist das eine normale? Weil die Eisentruhe ist es ja nicht eine normale. Ja, ja. Doch, ist eine normale Eisentruhe mit einem Schlüssel. Aber die ist schon offen. Ah. Da ist kein Schloss mehr dran. Ah. Das ist die, die du hier findest in dem Bereich von. Na, wo die gerade sind halt. Ja, okay. Aber die muss aber eigentlich aufschließen und haben sie aber schon aufgeschlossen. Alles klar. Hier sehen wir erstmal nochmal ein paar Skills vom Morgion. Mana Recovered and Critical Hit. Und Crit. Ja, Mana Recovered, okay, das macht ja Sinn, ne? Magic Barriere. Okay. Ja. Auch sehr schöne Sache. I think if you check the middle talent in the skill tree as well, there's a. Arcane Free 10% Magic Damage for a Shot. Da hast du bist auf jeden Fall auf kritisch ausgerichtet. Magic Damage Boost gets from critical hits. So you have made the aus viel Crit, um das dann zu triggern. Equipment that sort of benefit from critical hit chance. A little bit extra. Build around that. But I'm sure it can benefit from attack speed or other builds as well. Yeah. And I've seen it on some gear or some weapons as well, I think. Yeah, exactly. And magic weapons in general are a bit stronger as well, since they cost mana, so you get that benefit from it. So I imagine players will make builds with magic that deals crazy large hits. Yeah, that'll be. Das wird ein Horde wieder gar nicht gefallen, wenn die Magier crazy large. Schaden rausknallen, da ist er voll dagegen. Frechheit, dass nichts für Krieger gemacht wird. Ja. Was ist eigentlich los mit der Welt? Warum alle nur noch Distanz? Wo ist der, ich hoffe ja, dass auch ein paar Schwerter kommen und sowas. Also ich glaube, das ist halt einfach die Faszination, glaube ich, ob du ein Schwert hast oder ob du, keine Ahnung, in Magie hast. Ich könnte mir vorstellen, die meisten tendieren eher zu Magie. Einfach, also aber es wäre auch mal interessant, wenn Leute hier dann wieder natürlich zuschauen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, das könnte man ja einfach auch mal fragen. Eher Nahkampf oder Fernkampf, seid ihr da eher auch wieder Harle, dass ich eher tankartig reinschmeißt mit einer großen Waffe, physischen Schaden ballert, oder seid ihr dann doch jemand, der von hinten eher die großen Magiesachen reinknallt? Schreibt es einfach mal rein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich mehr Leute wirklich von Weitem so ein bisschen da, aber ich kann man sich ja irren, ne?
Aber es wird ein Duell geben. Wir können da dann gegeneinander kämpfen. Das können wir dann mal machen. Das auf jeden Fall. Das wird auch witzig, ne, klar. So PvP-Kämpfe, also, das wird cool. Brauchen eine neue Arena. Gegen Bosse ist Fernkampf auf jeden Fall besser geeignet. Ja, haben wir gemerkt, Michael. Ne? Hab ich ja gemerkt bei dem Wurm. Na doch, definitiv. Hat schon gereicht, um mich direkt zu killen. Und der Michael hat gesagt, na, habt ihr ja gesagt, Distanz. Dann hat funktioniert. Ist ja zu Recht da. Ist ja cool, dass es das gibt, dass es neue Klassen gibt. Ah, diese Beschwörerklasse. Die Beschwörerklasse finde ich ja mega. Das muss ja nicht jedem alles gefallen und deshalb gibt es ja verschiedene Klassen. Das ist ja cool so. Ja. Vor allen Dingen hätte ich das nicht gedacht, mal ganz ehrlich, dass neue Klassen kommen nochmal kurz. Also ich, weil... Ich nicht gedacht. Also das ist sehr überraschend. Also da an dich fettes, an euch fettes Lob, aber natürlich besonders, ne, an den guten Julian. An unseren Julian, ja. Den wir kennen. Da habt ihr echt nochmal einen rausgehauen. Also muss man ja mal sagen, ne. Really cool to see. Indeed, and we can shortly mention a little bit about the summoning as well that I'm playing. So the way summoning works is that you have these tomes that I'm holding right now on my character, and it costs some mana to use it, which spawns a temporary minion, which stays around for half a minute, but that duration can be extended through talents and gear. And right now, my gear allows me to summon more minions, and I can have three of them active at the same time. But, okay, cool. An sich, also du kannst sozusagen das Minion, sagen wir mal, summon, ne, also beschwören, hast die ungefähr eine halbe Minute, ist sie da, dann kannst du die nächste beschwören, kannst aber Ausrüstung anlegen, um mehr Minions gleichzeitig zu beschwören. Und skillen, richtig. Du kannst dann dir eine ganze Minion-Armee aufbauen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Das hat so ein bisschen was Diablo-like, ne, mit einem richtigen Gear. Totenbeschwörer hast du halt anstatt 5 Skelette 20 so. Das hat halt die Frage, ist halt nur die Frage, wie weit, wie ist die Range von dem? Muss man ziemlich nah mit denen ran, damit die angreifen oder? Vor allen Dingen, hat man vorhin mal kurz gesehen, also die ist schon, sagen wir mal, so wie die jetzt stehen, dort wo die graue Vase oben steht ungefähr, würde ich sagen, das ist die Range. Wenn die dort stehen, wo die blaue ist, schießen sie nicht mehr. Hm. Habe ich vorhin gesehen. Deshalb habe ich mich erst gewundert, weil ich dachte, die schießen gar nicht. Aber die müssen schon ein bisschen näher ran. Aber wenn du 5 Mann hast, also wenn ich es richtig verstanden habe, könnt ihr dich ja heilen. Ich bin mal gespannt. Also ich bin, das gucke ich mir auf alle Fälle an, den Beschwörer. Da, also mich interessieren, mich interessieren beide Klassen. Ich finde Morgier cool. Nee, Morgier ist natürlich genau mein Ding, aber also Beschwörer. Beschwörer ist cool. Jeder, der Diablo gezockt hat, da war der Beschwörer die beliebteste Klasse weltweit, weil einfach, es ist halt einfach mega cool, Golems zu beschwören oder Wölfe oder was weiß ich, was da nicht alles gab. Und das ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach eine geile Klasse, das einzubauen. Das ist eine coole Idee. Aber das wird halt interessant. Hast du mehrere Bücher mit mehreren Beschwörungen? Das würde mich halt auch interessieren, weil das wär noch cooler. Also das wäre noch geiler, wenn es nicht nur diese Fledermäuse wären, sondern wirklich verschiedene Bücher und was weiß ich, dann sind es halt Wölfe oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Frösche. Das finde ich ja richtig geil. Das fände ich cool. Ja. Das fände ich echt cool. Ja. Und wir haben ja auch früher schon Magie benutzt, das war ja auch cool. Ne? Das hat ja trotzdem Spaß gemacht, mit dem Magiestab zu schießen und jetzt hast du einen richtigen Laser. Ja, auf jeden Fall. Later tier equipment, you can have even more. Bisschen Harry Potter noch. Minions bei. Following you around, making an army out of them. And there is also other variants. Wände sind auch neu hier. Sind es nicht die Tempelwände? Oder diese ja, Labyrinthwände? Labyrinthwände. Ja, die gab es nicht. Die gab es nicht in dem Bereich, im Steinbereich. Nee, also, das ja, haben sie ja gesagt, die haben ja jetzt ein neues Areal geschaffen für den. Genau, wie du sagst, genau. Die wollten ja unbedingt ein neues, also ein Boss, cool. Ne, Boss Cave machen für ihn. Aber ja, da ist natürlich auch am Anfang die Wände abzubauen. Ihr wisst ja selber noch, ihr zwei, fast unmöglich. Da müsst, oder unmöglich, ja. Weil ihr halt gar nicht den Bergbauschaden habt, ne? Naja, also keine Chance. Ja. Ja, da sehen wir es mal, die Fledermäuse, wie weit sie geballert haben, aber die stellen sich auch schön davor, ne? Mhm. Ja, und die heilen. Ah, die heilen sich gegenseitig, glaube ich. Das ist schön ziemlich cool. Aber ist cool gemacht. Ja, schön, das ist schon cool gemacht. Ich habe wieder richtig Bock drauf, also. Ja, also mit dem neuen Content und dann nochmal richtig neu reingrinden, auf jeden Fall. Oh, lieber Entwickler, du hast dein Mikrofon übersteuert. Nice. Hört ihr das Rauschen im Hintergrund? Ja.
zu laut eingestellt. Obwohl ich wirklich auch sagen muss, ich wollte euch die ganze Zeit schon mal fragen, bei dem Morgio-Typen, also beim David, wenn der läuft, der hat so grünliche Haare, die sind auch komplett neu, oder? So dieses Schlangenhaar von dem? Ich weiß nicht, ob das zum Hut gehört. Achso. Was kann er? Ich finde echt ohne Mist diese. Also den seine Optik finde ich übelst cool. Also diese. Beschwörung. Ein bisschen Robin-Hood-Optik. Aber da wird halt auch interessant: gibt es für die Klasse. Gibt es dann andere Rüstungen? Ja. Ja, cool. Das ist aber bei Malukas. From the enemies and the ancient destructibles. We have reduced the requirements for them since this is now the third main story boss. Der Raum ist noch derselbe. Du musst auch die Crystal Shards sammeln wie vorher. Crystal Shards as much. Ja, aber vorher waren es 5, jetzt sind es nur 3. Ja. In your inventory. Weniger. Yep, I have 2. Haben Drohne gesetzt, ja. 2, alright, I have another one, so I can trade that to you. So you can pick that one up. So yeah, it only requires 3 now instead of 10 of them. So you can combine them and then we're gonna engage. So I'm wondering if we should. Vorher waren sogar 10, die du brauchst. Oder 10, kann, ja, 5 oder 10, aber es waren viel, ja. I think Malagas himself is pretty good. Können wir jetzt noch gucken? The room, so I think we can even walls and let him destroy. Das kann 10, das weiß ich. That's a really good problem, but let's make a little bit easier to navigate around her at least. Wir haben es massiv runtergesetzt. Es kann aber auch sein, dass sie nur für den Showcase das runtergesetzt haben, ne? Das glaube ich ähnlich. Aber man weiß es nicht, ne? Also, wenn wir es will. Ja. Weil am Anfang hast du 10 Stück, kannst du ganz schön sammeln. Also am Ende ging es dann, aber. Watering cans ready as well. So. Oh, right, yeah. We'll show off a little new trick we can do. New trick mit der Gießkanne? Also, I've seen that. That's possible to do in the live version as well. I've seen. But not everyone is aware that you can deal with the fires with some water. Kannst Feuer ausgießen. Right. Wow. Yeah, let's go. Yeah. Das ist ziemlich cool, ja. Oh, yeah, sorry. Ja, wenn man die Zeit dafür hat. Alright, sorry. Well, I need to summon them all the time anyway. Oh, let's go. Wie schnell da mit dem Stork schießt, ist ja Wahnsinn. Alright, I'll try out the one. Oh, aber hält da ganz schön was aus von Malu. Achso, okay, du machst halt einfach. Okay. Ja, ist aber cool. Gerade am Anfang, wo du keinen Feuerschutz hast, ist das natürlich eine geile Sache. Es macht schon Sinn auf jeden Fall. Ne? Das, aber das ist wie bei dem Vogel damals, wo man die Kristalle ausknüppelt. Aber es dauert halt trotzdem, ne? Ja. Das ist Feuer sieht schon cool aus, ne? Ja. Das haben sie ein bisschen. Oh, okay. Verbessert, ja. Ja, ja. I got a musket. It's pretty good. Nice. Leuchtet noch ein bisschen mehr. Ja. Let's rage mode. Da ist er. Mal übelst cool alles, mit dass er sich so verwandelt nochmal und so. Ja. Aber war ganz schön. Das ist der mit 2 Formen. Ja. Der war damals für uns. Rage mode haben die alle, extrem, aber. Ja. Mordkommode ging, das haben wir noch gewonnen, komm ich schnell nicht. Ja, aber ich meine beim ersten Durchlauf, beim ersten Spiel, wo wir hier waren, das war erstmal so völlig überraschend. Geht denen ja auch so, guck mal, was die einstecken. Siehst du dann gleich, wenn da getroffen wird. Nice. And the bats are range? Are they all range? Yeah, indeed, that's better range, but the other minions will get in the game. Dieses Ausgießen die ganze Zeit. But I won't spoil all of it, so let the players find them and figure out what they can do. Perfect, yeah. Was mir gerade auffällt, du hast oben um die Energieleiste noch ein Schutzschild. Das ist das Grüne. Ja, das wird der Vogel, das kann der Vogel vielleicht sein, ich weiß es nicht. Das ist der Buff von dem, dass du da noch so ein Schild hast. Ja. Genau. Holla, hier zuerst. Nicht geschafft. Was ist da los? Da aufnimmt, stirbt. So, es geht nicht. Alright, yeah, but I think we'll round it up. Die Statue ist neu oben, rechts. Ja, ja, die rechte ist neu. Ah ja, das sieht so ein bisschen. Hä, was ist denn das?
Ja, das ist so ein Krieger oder so ein Schwert in der Hand hat. Oder, so ach hier, ich wollte auch sagen, wie ein Fischmund von hinten, aber ja. Ja, da hat noch Zacken auf der Schulter und so, also ziemlich cool. Ach, das ist Malugas, oder? Denke ich, dass es den symbolisieren soll. Ja. See the rewards from the Malugas. But yes, you bei can dem, see, since we're already bei dem Kern hier ist es anders gemacht, was ringsrum um den ist. New statue here ein bisschen anders aus. Na gut, ja, das wird ein bisschen erhöht. Alleine das Kapitol, ne? Can mention a little bit about that, why we changed that. Ah, das ist Malugas, okay. Ja. Was war da früher, der Hive-Mutter, hä? Genau. Ja, die Hive-Mutter, glaube ich, ja. And the main reason for changing it, like... Nee, nicht der Hive-Mutter, das war der Wurm. That we know that a lot of players were not comfortable with the whole larva biome, with that dungeon itself is quite disgusting. Nee, stimmt, muss ja, Hive-Mutter. War die Hive-Mutter, ja. Die hat wahrscheinlich nicht mehr so die Relevanz, ja. What do you say? Ja, die haben sie, glaube ich, ganz rausgenommen. Ja, ich hab's gerade hier gelesen, also sie hatten wahrscheinlich Probleme oder viele Spieler hatten Probleme mit dem Larvengebiet, also generell mit den, also ich, der sagt ja gerade, warum das gechanged wurde. Look at. Right. So we swapped it around a bit, because we wanted to improve Malugas anyway with the adding a dungeon and so to it. Na, zum Glück haben wir die Figuren davon schon. Ja. Von der Event Hive Mother. So, yeah. That's the third boss now. High Mother still exists. Es kann aber auch einfach sein, dass sie, also da, ich habe das jetzt so verstanden, dass es nicht komplett rausgenommen wurde, sondern dass die Leute sozusagen die Hive-Mutter nicht als dritten Boss sehen. Also der Schleim, genau, der Wurm und Malugat als dritten Boss und deswegen steht er jetzt hier sozusagen. So habe ich das jetzt verstanden. Das habe ich so gedacht, dass die Hive-Mutter nicht mehr die Priorität genau, hat. Genau, die hat halt jetzt einfach nicht die Priorität, aber sie ist noch da sozusagen. Okay. Ja, schade. Das heißt, cool. Eklig, aber cool. Find and kill. Oh yeah, that's a good point. So you can still find them in the same area. Yeah. Nice. Also jetzt leichter zu finden, glaube ich. Yeah. Well, that wraps up our playthrough of Malugas. We hope you enjoy watching as much as we enjoy playing. Thank you for watching. And consider subscribing to our channel for more updates and gameplay from Corekeeper. So ist es. Ja. Werden wir tun. Knall das Spiel raus, los. Aber ich dir jetzt hier. Mach jetzt. Ja, Daumen nach oben habe ich schon geknallt. Abonniert haben wir auch. Einen Kommentar haben wir schon hingeknippelt. Ich weiß einfach mal hier, bevor wir jetzt Fremdwerbung machen, mache ich jetzt einfach mal so hier. So. Tja, was, wie fandet ihr das, ne? Was ist euch besonders aufgefallen oder ist es jetzt ein Update für euch mit die zwei, wo ihr jetzt sagt, boah, pff, nö, also ja, überraschend, aber pff, hätte ich was anderes? Also wie fandet ihr das jetzt, das Preview? Also ich fand es ziemlich überraschend mit die neuen Klassen, also das ist echt, boah. Also ich würde auf jeden Fall Magier spielen. Den Beschwörer würde ich glaube ich ein bisschen schwierig finden. Ja, mal gucken. Ich freue mich auf die neuen Tiere und alles. Bin mal gespannt, also es wird auf jeden Fall wieder mega geil. Die haben stückweise kleckert immer mal was durch, was neu wird. Biome haben sie ja nochmal umstrukturiert. Das wird schon, denke ich, jetzt mal. Also war vorher schon cool, aber ich glaube, das wird schon mal ganz ecke geiler. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Wir können ja hier zumindest, also. Man nimmt das nicht als hundertprozentig gegeben, aber wir waren sind in guten Kontakt, wie gesagt, mit dem guten Julian und wir hatten schon mal miteinander geredet, dass wenn das Spiel dann als 1.0 Variante erscheint, wir eine neue Welt machen, nochmal komplett von vorn anfangen natürlich, weil halt einfach so viel geändert wurde, da musst du dann neu anfangen, das hilft alles nichts. Natürlich behalten wir unsere alte Welt, ganz klar. Aber um den ganzen neuen Content überhaupt sehen zu können, müssen wir eine neue Welt anfangen. Das hilft alles nichts. Und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir den ein oder anderen Livestream machen, weil es dann sich einfach anbietet, da einfach mal einen Livestream zu machen, anstatt da 1000 Folgen hochzuladen. Sicherlich laden wir auch Folgen so separat auf YouTube hoch, also spezielle Sachen, wie halt so Dungeons oder spezielle Gegner oder wie auch der Harle schon vorher Tutorials, Guides, wird es sowieso wieder geben für neues Zeug, was es halt gibt. Das ist ja ganz klar. Aber wir hatten uns halt überlegt, zusammen halt mit dem guten Julian, wie gesagt, dem Art Director und
vieles mehr Pixelmeister von Pugstorm und Corekeeper zusammen halt so einen Livestream mal zu machen. Vielleicht ab und an, wenn er Zeit hat, wenn es denn zeitlich reinpasst, um ein paar Hintergrundinfos zu haben. Vielleicht das ein oder andere, dass er es uns erzählen kann. Und er ist ja, wie gesagt, auch eine sehr nette Persönlichkeit. Und wenn das klappt, würde es uns sehr freuen. Wir werden euch da aber nochmal Bescheid geben, aber es wird auf jeden Fall Livestream-artig da was geben. Ob es direkt an dem Tag des Releases sein wird, wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, der Harle ist da noch im Urlaub. Bei mir, ja. Genau. Leider, ja. Da werden wir es nicht ganz schaffen, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden dann so schnell wie möglich da was nachreichen. Wie gesagt, ich werde mich dann nochmal mit allen, oder wir werden uns nochmal untereinander ausmachen, wie, wann, was. Und dann werden wir sicherlich neuen Corekeeper-Content für euch bereitstellen, auch in Livestream-Form und natürlich als YouTube-Form für die, die es jetzt auf YouTube schon die ganzen Jahre gewohnt sind. Ja, also für jeden was dabei. Ich würde sagen, es war eine schöne Sache. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Ich freue mich auf die neuen auf den neuen Content. Ich freue mich auf Überraschungen, die noch gar nicht angekündigt worden sind. Es sind ja auch immer so, dass dann einige Sachen nicht gezeigt werden und dann so, ach, im Spiel sind sie auf einmal da. Ich freue mich drauf, die Welt nochmal neu erkunden zu können mit euch und hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Schreibt zu den Fragen und den ganzen verschiedenen Sachen rein. Eure Meinung ist gefragt und wir sehen uns wieder beim nächsten Corekeeper-Video. Bis dahin, ciao Leute. Ciao. Wir freuen uns schon und tschö mit euch.